Als erstes habe ich auf der Bühne einen Mann, den Sie wahrscheinlich aus Film und Fernsehen kennen, auch im internationalen Bereich. Hier ist er jetzt für uns, er unterstützt den Nachwuchs nach wie vor, trotz seines sehr prominenten Statuses in der Branche. Hier ist für uns alle Patrick Meidinger, der Ah, hier, Rhythmus meines Lebens von Cool Savage. Hier. Das hier. Oder? Rhythmus meines Lebens, Cool Savage. Cool Savage, Rhythmus meines Lebens. Das Lied hier, das da. Leute, das müsst ihr euch mal anhören. Kopfhörer drauf, mit einem guten Bass. Vollgas aufdrehen. Chilliger Beat. Geil. Also, wo ich heute in der Stadt war und beim Zurücklaufen, habe ich so einen Grinser in die Fresse bekommen und Gänsehaut. Geiler Beat. Der Rhythmus meines Lebens. Aber das finde ich auch geil. Leute, schaut mal. Das ist halt auch, das ist real. Deine Begeisterung ist ansteckend. Sehr schön. Nicole, Filter sind hin und wieder nett, aber leider entfliehen viele damit vor der Realität. Ja, mir das macht was auch OSU. Mal eine neue Hallo, Gehirn, funktioniert. Macht was aus euch. So, diesmal hat sie leider nicht aufgepasst, dass ihre Kamera scharf ist. Was ich natürlich bei den getönten Tagescremes immer das Problematischste finde, eigentlich. Du suchst dir eine Creme aus, die zu deinem Hauttyp eigentlich passt. Aber diese getönten Tagescremes gibt es ja immer nur meistens in einer Ausrichtung sozusagen. Das ist halt immer das Schwere. Passt die Pflege zu mir? Und dann ist oftmals so, und das ist, finde ich, sogar das noch viel Schwierigere, die Farbe. Die Farbe der getönten Tagescreme. Und ohne Scheiß, ich habe bis jetzt wirklich, also ich habe es auch noch nicht viel getestet, muss ich ehrlich zugeben, aber die, wo ich getestet habe, es war noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, das haut mich total von den Socken. Außer das von... Abartig. Hat aber einen schönen Effekt, finde ich. Ja, also er hält schön auf, er wirkt ein bisschen glowy, also er macht die Haut nicht allzu stumpf. Finde ich schön. Bleibt von nix. Diesen Augenbrauenstift hier, der kommt hier mit einer Spule und einer... Ü50, schau mal, was ich gemacht habe. Ist es zwar kein Ü50, aber hier. Smoky, also Livestream, Smoky Eyes bei meiner Mama, Ü60. Was ich jetzt machen würde, das erste, wo ich jetzt abändern würde, ich hau es einfach mal raus. Ich glaube, drei Faktoren, was du noch optimieren kannst. Deine Haut ist ein Beige-Ton, ein reiner Beige-Ton. Irgendetwas in deinem Make-up ist aber rot. Entweder die Foundation oder der Concealer oder dein Puder. Dann würde ich ohne Highlight arbeiten. Oder nicht zu stark, nicht zu viel. Vielen lieben Dank, liebe Sandra, für deinen Follow. Dann bei den Lippen. Ja, Lippen hast du auch sehr schöne. Jetzt kannst du noch eine ganz, ganz, ganz klitzekleine Verbesserung machen. Unten sehr schön nachgezeichnet und oben gehst du mit deiner Kontur. Aber oben solltest du, im hinteren Bereich, deine Lippe verlassen, minimal verlassen und erst wieder ab einem Dreiviertel von der Lippe wieder in die Kontur rein und dann deine Lippe nachzeichnen, weil du musst ungefähr, was heißt ungefähr, du musst genauso breit, wie du unten rausgehst, auch oben rausgehen. Just a cupid's bow alone, and that will naturally make it look like you have plump lips. Your lips have never looked better. Also, bei dem Video werde ich jetzt wahrscheinlich ruhiger bleiben. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen schnell. Ganz ehrlich, da fällt mir gerade was auf. Sie sagt ja jetzt Contouring. Ich spreche es immer Contouring. Wie sagt man das dazu?
Man sagt ja im Beauty-Bereich, die Proportionen des ovalen Gesichtes sind quasi die optimalen, ist die optimale Gesichtsform. Na, das hier ist zum Beispiel jetzt ein ovales Gesicht. Man hat eine schöne weiche Rundung an der Stirn und man hat eine schöne weiche Rundung auch unten im Kinnbereich. Jetzt gehen wir ja hin mittels, ach Gott, ich bin ja, mit all den Proportionen, genau. Und jetzt gehen wir hin und machen aus jeder anderen Gesichtsform die Proportion des ovalen Gesichtes. Genau, Nicole, also diese Ecken sozusagen, diese Ecken entsorgen. Ja, genau, entsorgen. Kaschieren. Beseitigen. Ich switch jetzt einfach mal so ein bisschen zwischen den Bildern hin und her. Was müsste ich machen aus einem Schlupflied optisch, das offene machen möchte? Könnte man das schnell machen, aber kann ich nicht. Diese negative Lidfalte, was auf das Auge drückt, wird angehoben wird und wegkommt. Und dann machst du von ihr ein Foto und du hast optisch ein offenes Auge. Habe ich auch in meinem Koffer drin. Da hast du alle Farben drin. Jetzt für den Privatgebrauch, klar, muss man natürlich immer dazu sagen, für den Privatgebrauch wirst du vielleicht 3 Farben von der ganzen Palette hier verwenden. Set hat so eine richtig... Oh, guck mal, vielen lieben Dank, liebe Diana, für deinen Like. Flachen Pinsel, um halt wirklich hier arbeiten zu können. Was würde vom Effekt her sein, wenn dein Pinsel eher gerade ist? Würde er sich optimal an die Haut anschmiegen oder einer, der leicht rundlich ist oben? Ja? Mensch, wir waren jetzt schon wieder... fleißig heute zusammen. Junge, Junge. 1 Stunde 19 Minuten.